Gelebte Gastfreundschaft ist das besondere Markenzeichen der Familie Kasselmann und der Veranstaltung Horses and Dreams. Traditionell war es die festliche Eröffnungsfeier, die tausende Gäste und Freunde dieser Veranstaltung auf den Borgberg am Mittwochabend zog. Frankreich ist in diesem Jahr das Partnerland und so begrüßte Star-Tenor Marco Vassalli die Gäste mit der live gesungenen La Marseillaise. Gastgeber Uli Kasselmann begrüßte die Reitsportler aus Frankreich und der Welt. Lebensfreude und Willkommenskultur. Die internationalen und die Hagener Besucher genossen die unverwechselbare Atmosphäre dieser Eröffnung. Der ökumenische Gottesdienst und der Festakt mit dem Brunnen der Nationen sorgten für einen feierlichen Abschluss dieses ersten großen Abends von Horses and Dreams meets France.